ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergisil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Freiamt daheim gegen Kriesere 20 zu 18 gewonnen. Auch Willisau hat daheim gewonnen gegen Schattdorf 20 zu 16 und Einsiedeln gegen Hergiswil 13 zu 25 verloren. Der Johnny hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Letzte Woche sind die Runde für Swiss Ultra Premium League. Das heisst, jetzt vorher schon weiss für Halbfinal-Teilnehmer, aber jetzt bis letzte Sekunde ist offensive Ecke gegen Frühwerke. Ringerschaffe verfehlt gegen RS Kriessen. Diese Kampf entscheidet, welche gegen welche. Welche Gegner haben für welche Gegner. Zu mir ist so aussehen, für Kriessen ist nicht voll Mannschaft aufgestellt. Relativ viele Junge aufgestellt, aber sehr harte Kampf. 57 Kilo Greco Leutertnis gegen Obist Fabian. Leutertnis ist relativ lang verletzt, diese Jahre nur bis Regionalliga gerungen, aber sehr gute Leistung gemacht und technische Überlegenheit gewonnen. Ein 130 Kilo Freistil, Gurtner Pascal gegen Gurtner Jürg. Wurden Pascal leider Schulter verloren, 1 zu 7, am mindestens 1 Mannschaft gemacht. 61 Kilo Freistil, läutert Nino, Zwillingbruder für Nils, gegen Laris Dominik. 10. Runde für Nino, erste Niederlage passiert. Vorrunde schon gewinnt gegen Laris Dominik, aber jetzt ist verloren, 6 zu 12. Das ist 3 zu 1 Mannschaft. 97 Kilo Greco Zufluch Rohan. Gegen Hutter Philipp. Vorrunde Zuschauer Roman gewinnt gegen Hutter Philipp, aber jetzt Rückrunde Hutter Philipp schon revanchiert und gewinnt für 6 zu 1, also 3 zu 1 Mannschaft. 65 Kilo Greco, Vorkrandig gegen Wolf Christian, auch junger Ringer für Kessere, aber leider keine Chance gegen für Vorkrandig. Vorkrandig technische Überlegenheit gewinnt. 86 Kilo Freistil. Webermark gegen Becciar Tobias. Webermark verloren 4 zu 0, aber mir kommt nicht richtig raus, wegen das Schreiben für offiziell Homepage für Swiss Racing TU, das heißt technische Überlegenheit, aber Schreiben für Einzelpunkte 4 zu 0, das heißt, das so ist nicht möglich, nur möglich für Shooter gewonnen. Die größte Schenke, die Bechart-Lubia-Shooter gewonnen. Nach 70 Kilo Buchermiki gegen Wittenwiller-Monner. Das ist der Kampf, noch Verletzung für Buchermiki. Freistil und jetzt schon wieder technische Überlegenheit gewonnen. 80 Kilo Strelu-Pascal, mir ist ein bisschen überrascht. Das erste Mal verloren für diese Saison für Pascal, auch für den 10. Kampf gegen für Dietsche Damian, 6 zu 2. 2-1 Mannschaft für Riesen. Nach dem vorletzten Kampf, Greco, Götzschmann-Jan gegen Hugenbühler-David. Götzschmann-Jan relativ hoch gewinnt, aus technischer Überlegenheit nur 2 Punkte fällt, 16 zu 3 gewonnen. Und der vorletzte Kampf führt für Freiamt 19 zu 16. Das heißt, für den letzten Kampf, für 74 Kilo, Jakob Manuel gegen für
Graf Steven. Wenn Graf Steven Shooter gewinnen, nachher sind wir auch für Gießen gewinnen. Aber nachher 2-2, und ich weiß nicht, die höchste Aktion oder für letzte Aktion, aber nachher Graf Steven gewinnt und so gewinnt für 22-18. Und dieser Kampf entscheidet das, nachher für Halbfinalpaarung, wie so aussehen. Freiham gegen für Herbiswil und Willisau gegen für Gießen. Aber gerade so bringen gegen Herbiswil, dieses Wochenende ist alles besetzt. Und danke für Freiham, es ist schon möglich wechseln. Und nachher erst kommen, machen wir erst einmal für Herbiswil, für auswärts für Freiham, und nachher rücken machen zu Hause. Und Willisau ist der erste Kampf zu Hause gegen für Gießen. Gut, naar het nächste Kampf. Willisau gegen Schadorf. Ook interessante Kampf zie. Wegen de vorige gar geen Leute studiert das. Für 20, nur 20-16 gewinnen für Willisau. Dat is daar ook schon gezeigt für Schadorf. Was vor 2 Wochen, de laatste Woche gezeigt gegen für Herbiswil. Dat is niet zo'n schlechte Mannschaft. Die schief für Resultat. Wie so aussehen, dieser ist der Schlusskampf für 57 Kilo Greco. Wegen ihm hat Stefan Axel nur führt gegen für Kunst Roger und dann hat Shooter verloren. In diesem Kampf hat Stefan gewinnen, für nur Punkt gewinnen, dann will ich so verloren. 61 Kilo Freistil, Zedder Simon gegen Gerrit Simon. Gerrit Simon 2-1 Punkt sieht. 65 Kilo Portman Michael gegen Amosven. 0-6 verloren, das ist 3-0 technische Punkt für Schadort. Aber Portman Michael sehr gut durchhatten, leider nicht wissen für 1 Sekunde machen. 70 Kilo Freistil, nach Verletzung Portman Tobias schon wieder dabei. Gegen für Epp Fabian. Er ist sehr überragend, umgemachte schon technische Überlegenheit gewinnt, für die für Mannschaft. 74 Kilo Greco, eine Überraschung für diesen Abend. Einige Roger gegen Dodos Matteo 5-1 verloren, das 2-1 Mannschaft von Kuschaldorf. 74 Kilo Freistil, Studer Mirko gegen Kempf Renato, 4-1 gewonnen, Umsieg 2-1 für Willisau. 80 Kilo Greco, Hirschissen, keine Chance gegen die internationale Christianico technische Überlegenheit verloren. 86 Kilo Freistil, Reichmut Andreas gegen Epupas, technische Überlegenheit, und die sehr gute Saison haben, das wird schon wieder zeigen, für 80 und 86 Kilo schon möglich fast alle Kampf gewinnen. 97 Kilo Scherer Samuel gegen Filiauk Michi, 1-5 für Punkt, nachher auch Michael Schmutter Sieg. Größer Schein kommt für seine geheime Waffe, größer Schein kommt schon wieder wie gegen für Akos und für Hüfter. 130 Kilo Freistil, Stefan Reichmut gegen Kämpfer Jass. Stefan sehr gut Retour kommt nach Verletzung. Jetzt ist der zweite kommt, ein schwerer Gegner, schon wieder technische Überlegenheit gewinnen. So, Gesamtresultat ist 20-16 für Willisau. Letzte Kampf, Einsiedler gegen für Herbiswil. Wie vorher gesagt, Herbiswil schon wieder etwas mischende Mannschaft, etwas für ältere und etwas für jüngere Ringer geschickt für 10. Runde. Aber es blieb gewinnt relativ hoch für 25-13 gegen für Einsiedler. Diller Patrick gegen für Röli Patrick. Röli Patrick gewinnt 3-2. Noch Verletzung, das ist gut für den ersten Kampf vor Halbfinal. Aber er muss selber ein bisschen mehr Mut haben, wegen so gesehen für Kampf schon möglich höher gewinnen. 61 Kilo Freistil, Kellintoni gegen Wiesler Thomas, technische Überlegenheit. Wiesler Thomas, sehr guter Kampf geliefert und fast niederringt für 6 Minuten, aber 17 technische Punkte machen, das ist sehr gut gekommen. 65 Kilo Greco, Schönbeckler Michi gegen Kurvenmaster. Kurvenmaster leider keine Chance, Schönbeckler Michi sehr gut gerungen,
Drake Schleuders gezogen und nach 4 Minuten technisch überliegen gewonnen. 70 Kilo Freistil, näher gegen Hodemarco. Hodemarco 8:1 gewinnt, aber näher sehr gut gekämpft und mag für seine technischen Punkte, und das ist eine Mannschaft für einen Sieger. 74 Kilo Greco, Kerker Peter gegen Kunzpatrick. Kunzpatrick gewinnt relativ kurz für 16:0, fast wie ein Griffschule, aber das ist leider ein Problem für einen Sieger. Für 74 Kilo Greco und Fest jetzt schon wieder keine richtige Ringer sind. 74 Kilo Freistil, Kunzschrieb gegen Kiesan ist kein Gegner, so ist 14:0 gewinnt gegen keinen Gegner. 80 Kilo Greco, Flüg Bruno gegen Kurma Julius, das ist langsam ist Klassiker für uns. Wir können immer ein sehr großes Match machen, sehr viel Punkte machen, sehr beliebt der Ringer. Für Flüg Bruno und Kurma Juli auch. In der ersten Runde führt für Flüg Bruno 10:1, aber nachher geht für Kampf für Kurma Juli nach 15:12 gewinnt. 2:2 Mannschaftspunkt. 86 Kilo Freistil, Burka Andreas, Kaufmann Raffi, 12:4 gewinnt für Burka Andreas. Das ist auch zwei ganz andere Halbzeit gesehen. Erste Halbzeit. Ich weiß nicht, was ist passiert mit Kaufmann Raffi, aber Burkhard hat das 8:0 führt. Wenn er zweite Runde ist besser gerungen für Raffi, und er schon wissen, für einen zu tun machen. Also 3:1 Mannschaft und für einen Sieger. 97 Kilo Greco, Neuer Sven gegen Kurz Ákos. Ákos leider schon wieder verloren, aber so ganz dumm verloren. Dann gehen wir ins Aktiversi, zweimal wurden sie für Neuer. Sven, aber nicht bis zum Punkt machen, nach Rheinische Ákos begehen und etwas kleine Verletzung bekommen und nach Grad macht für 4 Dudriam für Sven. Das ist 9:1 gewohnt für Neuer Sven. Unter 30 Kilo Freistil, zwei Schwingers in der Bitz in Daniel gegen Suppiger Martin. Martin habe mehr Erfahrung für Ringer, der locker gewinnen, aber er gehabt für Griff für Abend, sehr gut hat er Griff gemacht für den letzten Griff und er schultert für Daniel. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Spannend! Bereits am Samstag kommt es zum ersten Halbfinale. Willisau daheim gegen Kriesere und Hergiswil auswärts gegen Freiamt. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.